Die Demokratie ist abhängig von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Es muss in einer Demokratie auch Regeln geben, wenn man für Parteien verbieten kann, so wie es in einer Demokratie trotz Meinungsfreiheit ja auch Gesetze gibt, wo die Grenzen sind. Da wäre ich sehr vorsichtig, weil natürlich prinzipiell sollte das nicht nötig sein, Parteien zu verbieten. Ich glaube tatsächlich, dass das Verbot nicht gut ist. Ich glaube aber auch, dass es eine Situation immer wieder geben wird und auch historisch gegeben hat, wo ein Verbot trotzdem notwendig ist. Das ist ja keine 100 Jahre her, dass auch in Österreich die Nationalsozialisten bei der letzten freien Wahl in der Ersten Republik fast den Sprung ins Parlament geschafft hätten. Willkommen bei Ganz offen gesagt. Das ist die dritte von 5 Spezialfolgen zum Thema Demokratie in Gefahr. Mein Name ist Fabio Polli. Ich bin nach 45 Jahren im ORF jetzt freier Podcaster auf der Plattform Missing Link. Diesmal widme ich mich unter anderem der Frage, ob und wie die Demokratie von innen heraus ausgehöhlt werden kann, was die politischen Parteien damit zu tun haben und ob man politische Gruppierungen in einer Demokratie verbieten sollte, wenn sie extremistisch werden. Wie immer in diesem Spezialpodcast viele Stimmen und unterschiedliche Ansichten. Demokratie in Gefahr, ist sie das wirklich? Und wenn ja, wodurch? Hüllen Parteien bewusst zum Machterhalt oder weil sie an die Macht kommen wollen, unsere Demokratie aus? Soll man sie verbieten, wenn sie die Demokratie in Gefahr bringen? Das sind einige der Fragen, die ich meinen Gästen in diesem Podcast gestellt habe. Die Antworten sind, wie immer, unterschiedlich. Ein endgültiges Urteil gibt es nicht. Wohl aber differenzierte Sichtweisen auf die schwierigen Fragen im Umgang mit der Demokratie und ihren Feinden. Weil wir bei Ganz offen gesagt es ja mit Transparenz halten, sage ich es gleich vorweg. Keiner meiner Gesprächspartner oder Partnerinnen ist für eine Partei oder eine Vorfeldorganisation tätig. Mit einigen bin ich per Du, weil ich sie schon lange kenne. Zum Beispiel mit Bernhard Clemens, einem Verfassungsjuristen, der in der Lage ist, mit großem Detailwissen auch politische Vorgänge zu kommentieren und den ich über eine Social-Media-Plattform kennengelernt habe. Wie auch meine anderen Gesprächspartner stimmt auch er der Meinung zu, dass die Demokratie westlichen Zuschnitts zumindest unter Druck, möglicherweise sogar schon in Gefahr ist. Das Churchill-Zitat, wonach die Demokratie die schlechteste Regierungsform ist, abgesehen von allen anderen Varianten, die von Zeit zu Zeit ausprobiert wurden, hält er übrigens für richtig. Ja, weil ich glaube, was Churchill eigentlich meinte, ist, dass die Demokratie eine wahnsinnig voraussetzungsreiche Regierungsform ist. Also sie bedarf vieler Dinge, damit sie funktioniert. Und das macht sie natürlich unglaublich komplex und schwierig. Ja. Der deutsche Verfassungsrechtler Böckenförde hat zum Beispiel einmal gesagt, der säkulare, freiheitliche Rechtsstaat oder die Demokratie ist abhängig von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Das bedeutet letztendlich, dass die Demokratie mit all ihren Institutionen, die einen gewissen Schutz gegen Angriffe von außen bieten, also die Gerichtsbarkeit, die Unabhängige, das System aus Checks and Balances, die Parlamente, die freie Presse, die jetzt nicht eine staatliche Institution ist, aber natürlich auch für das Funktionieren einer liberalen Demokratie relevant ist. All diese Institutionen bilden einen Schutzwall, der ist aber natürlich nicht unüberwindbar. Im Gegenteil sogar. Es gibt zum Beispiel das Thüringen-Projekt. Das ist ein Projekt von deutschen Juristen, die sehr gut gezeigt haben, dass gerade unter Ausnutzung der Institutionen, unter Ausnutzung der in der liberalen Demokratie gewährten Freiheitsrechte, mit diesen selbst die Demokratie aushebelbar ist und das gar nicht so schwer. Das heißt, was garantiert dann eigentlich das Bestehen einer stabilen Demokratie? Und das ist meine Meinung und was auch zum Beispiel Böckenförder dann letztendlich gesagt hat, es ist letztendlich die lebendige Zivilgesellschaft. Es sind wir. Es ist sozusagen eine demokratische Kultur. Es ist eine Beteiligung der Bürger und zwar möglichst breit. Und zwar nicht in Abstimmungen, wo man schnell Ja, Nein klickt, sondern zum Beispiel auf Gemeindeebene, dass Bürger
selbst in Entscheidungsprozessen teilnehmen, lernen, dieses Spiel aus Meinung, Gegenmeinung und Kompromissfindung, also dieses Verlangsamen eines Entscheidungsprozesses und ein Gespür dafür kriegen, wie demokratische Prozesse funktionieren, ein Gespür dafür kriegen, was ist Information, was ist Desinformation und sich daran eben möglichst breit aktiv beteiligen. Dass diese Grundvoraussetzung der Demokratie, die kann sie eben selbst nicht generieren. Das muss der Bürger aus sich selbst heraus generieren. Und das ist das, was ich heutzutage eigentlich auch als ein großes Problem sehe oder etwas, wo wir gerade massiv in Schwierigkeiten geraten. Ausgehebelt werden kann die Demokratie durchaus auch von Parteien, konstatiert der Politikwissenschaftler Heinz Gärtner. Und das sogar ziemlich leise und unbemerkt. Gärtner geht bei seiner Erklärung von der Definition von Demokratie aus. Parteien sind nicht notwendigerweise ein konstitutives Element der Demokratiedefinitionen, wohl aber die Möglichkeit der Auswahl von Führungspersönlichkeiten, also das Element der Konkurrenz. Also auch Schumpeter oder Huntington erwähnen dieses Konkurrenzelement, erwähnen aber nicht Parteien. Aber wenn man dieses Konkurrenzelement einführt, schließt man ein Einparteiensystem aus. Also Demokratien und Einparteiensysteme sind nicht miteinander vereinbar. Aber es gibt verschiedene Formen der Konkurrenz und auch bei Referenten sind ja nicht unbedingt immer die politischen Parteien an sich beteiligt. Natürlich können, wie gesagt, in einer formalen politischen Demokratie Parteien gewählt werden, darin die eben die Machtposition ausnützen, um zivile Freiheiten auch einzuschränken, was oft unsichtbar passiert, ne? Was nicht so ganz leicht feststellt. Stellbar ist, also mit Überwachungssystemen, Einschränkungen von Pressemöglichkeiten oder auch Versammlungsmöglichkeiten reduziert werden. Also das gibt's auch in westlichen Demokratien. Mehr sichtbar ist das in Europa, natürlich in Ungarn und Polen, wie auch gesagt, also die Türkei. Aber solche Einschränkungen gibt's etwa auch in den USA mit Wählerunterdrückungen, die von bestimmten Gouverneuren oder in bestimmten Wahlkreisen vorgenommen werden. Klarerweise in Autokratien schließt das also weitgehende zivile Freiheiten nicht vollständig aus, aber doch weitgehend aus. Damit sind wir bei einer kniffligen Frage, die zum Beispiel in Deutschland immer wieder diskutiert wurde und wird. Darf in einer Demokratie eine Partei verboten werden? Und falls ja, unter welchen Umständen und Voraussetzungen? Der Wahlforscher, Politologe und Politikerklärer des ORF Peter Filzmeier geht diese Frage grundsätzlich an. Es muss in einer Demokratie auch Regeln geben, wenn man für Parteien verbieten kann, so wie es in einer Demokratie trotz Meinungsfreiheit ja auch Gesetze gibt, wo die Grenzen sind. Das ist ganz banal. Ich kann jede Meinung zu einem politischen Thema sagen. Ich kann im Gespräch meinem Gegenüber sagen, in diesem Interview auch, was ich alles für falsch halte. Ich kann aber nicht einfach behaupten, Sie sind ein Mörder. Vorausgesetzt, das stimmt nicht, aber davon gehe ich aus, weil das erfüllt den Straftatbestand der Verleumdung. Und in diesem Fall endet meine Meinungsfreiheit. Genauso haben wir, wie ich meine, sehr richtige Regeln. Parteien, die als Parteiziel im Statut stehen haben, nationalsozialistische Wiederbetätigung, gehören verboten. Ich halte es allerdings bei Medien wie für Parteien schon für richtig, dass die Grenzen für ein Verbot sehr, sehr eng gezogen sind. Ich halte zum Beispiel die Rechtslage für richtig, die dazu geführt hat, dass wir in Österreich über 1300 Parteien haben. Wenn man sich nämlich einfach die Liste im Innenministerium als dafür zuständige oberste Behörde ansieht, dass es so viele sind. Natürlich auch Karteileichen, die gar keine Aktivität mehr je entfaltet haben oder weiterentfalten, eingerechnet. Das liegt auch daran, dass das Innenministerium grundsätzlich eine Parteigründung nur zur Kenntnis nehmen kann, wenn die minimalen Formalien, man braucht 3 Personen, man braucht ein Statut, da kann aber auch nur drinnen stehen für ein schöneres Leben in Österreich oder Freibier für alle. Und das Innenministerium prüft das inhaltlich nicht. Das halte ich für richtig, weil ich
hätte ein großes Problem auch damit, dass eine Behörde inklusive uniformierter und bewaffneter Uniformierter inhaltliche Entscheidungen trifft, das ist ein gutes Parteiziel und das ist ein schlechtes. Also Verbote ja, aber in einem sehr engen Bereich, natürlich bei Straftatbeständen, eine Partei für mehr Morde in Österreich gehört zu Recht verboten oder bei nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Das Problem sind ja aber auch viele Gruppierungen, die nicht per se diktatorisch gegründet wurden, sondern dann auch durch Eigendynamik, durch manche natürlich, die das gezielt betrieben haben, aber nicht für jeden gelten, sich immer mehr erst in eine extremistische Richtung entwickelt haben. Und da im Zweifelsfall jede Partei vorher schon zu verbieten, das wäre auch nicht demokratisch. Aber was ist mit den Parteien, die es schon gibt? In Deutschland gab es und gibt es diese Diskussion ja wegen der NPD, auch zum Teil wegen der AfD, die ja in Teilen als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Eine Partei wird ja in der Gründung nicht hineinschreiben, wenn wir jetzt beim Beispiel Rechtsextremismus bleiben, wir sind die neue NSDAP. Könnte sich aber so verhalten. Die Parteigründung als solche der AfD hätte man wohl kaum rechtlich beanspruchen können. Nur gab es bei der AfD, anders als in meinem vorigen Beispiel, dass es eine langsame Entwicklung Richtung Extremismus gab, quasi vom ersten Tag des Bestandes an, zumindest von einzelnen Proponenten ganz klar extremistische Aussagen. Und da wäre nicht gleich das bundesweite Verbot der Partei, aber das sollte auch gemacht werden, vor jeder Wahl zu prüfen gewesen, ob diese auch antreten kann. Dass es, wenn die eine Partei in Umfragen wie die AfD bei 15-20% liegt, in einzelnen ostdeutschen Bundesländern deutlich höher und klar auf Platz 1, diese Diskussion erst dann zu beginnen, ist natürlich reichlich spät und hat einen schalen Beigeschmack. Es gab übrigens in Österreich auch immer wieder, beispielsweise mal bei einer Landtagswahl in Oberösterreich, eine klar als extremistisch eingestufte Gruppe, die dann bei der Landtagswahl nicht antreten durfte. Und letztlich, weil das in einem sehr frühen Stadium war, hat das auch nicht wirklich aufgeregt, sogar andere Parteien, die ebenfalls, da ging es um Rechtsextremismus, sehr rechtsorientiert waren, haben das nicht beansprucht, dass die verboten wurde. Soll es möglich sein, Parteien zu verbieten, die in den Extremismus abrutschen? Peter Hayek, Meinungsforscher und Politologe, sagt auf diese knifflige Frage: Also ganz ehrlich, da kann ich mich jetzt Gott sei Dank auf eine Position zurückziehen. Ich bin zwar Politikwissenschaftler, aber hauptberuflich Demoskop. Wenn ich aus der Sicht der Bevölkerung sehe, und jetzt nicht das aus einer staatsrechtlichen Position sehe, dann ist das natürlich wahnsinnig heikel. Aber ich glaube, es muss dann zu so einer Tat geschritten werden, wenn, und das muss aber wirklich, wirklich nachgewiesen sein, wenn es wirklich Bestrebungen von Seiten dieser Partei gibt, eben das demokratische System in Österreich zu gefährden oder abzuschaffen. Dann muss man einschreiten. Das Problem ist immer nur, das sehen wir ja in der aktuellen Diskussion um die AfD, dass natürlich man am Anfang, wenn eine Partei klein ist und geringen Wählerzuspruch hat, sagt, naja, das halt mal aus. Dann wächst diese Partei und dann sagt man, aber jetzt sind sie too big to fail. Das ist natürlich eine Gratwanderung, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man dann schon einschreiten. Was jetzt nicht heißt, dass das bei der AfD oder bei der NPD in Deutschland der Fall ist. Peter Filzmeier hält dem entgegen, dass es einen schalen Beigeschmack bekommt, wenn man die schwierige Frage eines Parteiverbots nach Größenkriterien entscheidet. Ohne Experte für deutsches Recht zu sein, aber an sich, dass eine Partei zu klein ist und nach dem Motto, ein paar Extremisten können wir uns leisten, kann ich jetzt so von unabhängig der rechtlichen Gegebenheiten nicht ganz nachvollziehen aus politikwissenschaftlicher Sicht. Es ist zwar natürlich richtig, dass jede Demokratie, wenn man zum Beispiel Aussagen abtestet, manchmal würde sowas wie ein starker Mann man brauchen, der einfach anschafft, was geschieht, habe ich immer einen Prozentsatz, 2, 3, 5%, die darauf sagt, ja, ob sie nun Hitler damit meinen oder nicht. Da würde ich einerseits zwar davor warnen, dass man die kleine Prozentzahl als allzu niedlich ansieht, weil 2, 3, 5% klingt harmlos, aber selbst in Österreich und umso mehr bei 10-mal mehr Deutschen, 2, 3, 5% von rund 6,4 Millionen Wahlberechtigten in Österreich sind 5% über 300.000 Menschen, das klingt nicht mehr so niedlich. Aber andererseits zeigt ja gerade das, dass man nicht verniedlichen soll, dass man nicht sagen kann, das sind zu wenige. Man stelle sich 300.000 Menschen, darunter übrigens überdurchschnittlich viel junge
junge Männer, teilweise auch gewaltbereite Männer, auf historischen Plätzen in Österreich vor, in Wien am Heldenplatz, um da jetzt gezielt zu provozieren. Das geht nicht, dass ich warte, bis die größer sind. Und unabhängig von der Rechtslage müsste man hier schon während den Anfängern als Gedanken haben. Reserviert steht auch der Kabarettist und Journalist Florian Schäuber Parteiverboten gegenüber. Die Demokratie sollte sich grundsätzlich anders gegenüber Extremismen durchsetzen, sagt er, und weist auch auf äußere Versuche hin, die Demokratie zu unterwandern und zu schwächen. Ja, da wäre ich sehr vorsichtig, weil natürlich prinzipiell sollte das nicht nötig sein, Parteien zu verbieten. Ich meine, es gibt schon jetzt Sachen wie das Wiederbetätigungsgesetz, die uns ermöglichen, extreme Gruppierungen zu verbieten. Inwieweit das in gehen soll, ja, in Deutschland gibt es diese Debatte, ich kann sie auch gut nachvollziehen. Ich würde sie auch nachvollziehen im Zusammenhang mit dem, was gerade aus Russland auf uns zukommt. Weil es ist ein Faktum, dass tatsächlich in den letzten Jahren russische Propaganda versucht hat, extreme Parteien in Europa zu unterstützen und die Stimmung in Europa in diese Richtung kippen zu lassen. Und Parteien, die jetzt, bei denen nachgewiesen wird, dass sie tatsächlich von Russland massiv unterstützt werden, sind meiner Meinung nach durchaus auch Kandidaten für die Frage, soll man so etwas überhaupt erlauben oder reagiert man hier mit einem Verbot? Und ganz konkret, wenn ich mir anschaue, den jüngst enthüllten größten Spionageskandal in der Geschichte der Zweiten Republik. Stichwort Registerort. Ganz genau. Da geht es nicht um eine lustige Operette, wie es mancherorts dargestellt wird, weil haha, was soll denn in Österreich groß zum Spionieren sein und wir sind doch eh so harmlos. Nein, da geht es ganz brutal gesagt um Landesverrat, der passiert ist, mit dem wirklich absoluten Spitzenwert, der, glaube ich, in der Öffentlichkeit noch gar nicht wirklich angekommen ist, was das bedeutet, dass die drei mutmaßlichen Russland-Spione, die jetzt enttarnt wurden, nämlich Ott, Weiß und Peterlik, im Jahre 2018 einen gemeinsamen Geheimdienst geplant haben, der gesessen wäre im Außenministerium bei Karin Kneißl. Karin Kneißl, die dann später geflohen ist aus Österreich. Und angesichts dieser Tatsache kann man bei bestem Willen nicht mehr von Operette sprechen, sondern da wurde massiv unser Land in Gefahr gebracht. Und es hat ja dann tatsächlich auch schon das Konsequenzen gehabt, weil die BVT-Razzia, die dann von Kickl damals ausgegangen ist und der die beteiligten mutmaßlichen Russland-Spionen auch eine große Rolle gespielt haben, die hat ja damals schon dazu geführt, dass ausländische Geheimdienste ihre Kontakte zu Österreich verringert haben, teilweise abgebrochen haben und uns teilweise vom Informationsfluss ausgeschlossen haben, was ein großer Schaden für die Sicherheit der Republik Österreich darstellt. Und ich sage, wenn es in solche Bereiche geht, dass eine Partei in solche Bereiche, die unser Land quasi gefährdet, dann sollte man ja über Konsequenzen nachdenken. Und das könnte aus deiner Sicht auch ein Parteienverbot sein? Im Extremfall ja. Wenn eine Partei tatsächlich ganz wesentlich dazu beigetragen hat, das Delikt des Landesverrats zu vergehen, und das gibt es auch in Österreich, wer österreichische Staatsgeheimnisse ins Ausland verrät oder der Republik Schaden zufügt, begeht dieses Delikt. Und das würde ich in dem konkreten Fall eben genau anschauen, aber in Extremis könnte es auch dazu führen. Ja. Als letztes Mittel sieht auch der grünaffine Bildungsexperte Daniel Landau, nach Eigenangaben SPÖ-Mitglied, die Frage nach einem Verbot einer Partei. Und er zeigt auf, wie schwierig dieses Thema ist. Ich tue mich da wahnsinnig schwer. Ich glaube tatsächlich, dass das Verbot nicht gut ist. Ich glaube aber auch, dass es eine Situation immer wieder geben wird und auch historisch gegeben hat, wo ein Verbot trotzdem notwendig ist. Wenn eine ganz breite Übereinkunft damit besteht, dass sozusagen eine vielleicht eben auch politische Kraft unerträglich ist für die Demokratie und eben auch im gemeinsamen Verständnis von Recht und Ordnung, wenn ich das so sagen darf, untersagt werden muss, hat das die Berechtigung. Aber ich sehe das immer sehr, sehr kritisch. Der Wunsch muss doch sein, dass andere Parteien auch versuchen, mit ihrem Angeboten Menschen zu erreichen und dass wir alles dazu beitragen, das mit demokratischen Mitteln sozusagen lösen. Und wenn sich's demokratisch nicht lösen lässt, also in Deutschland sitzt mit der AfD eine zumindest in Teilen gesichert rechtsextreme Partei in Landesparlamenten. Gesichert rechtsextreme Parteien
kann man mit Fug und Recht als undemokratisch bezeichnen. Was tun? Ich kann darauf natürlich auch keine finale Antwort geben. Ich glaube, dass man noch gar nicht so weit gehen muss wie nach Deutschland, dass wir auch in Österreich die Frage unter Umständen stehen müssen, ob das die Kohlsche Meinung, Andreas Kohl meinend jetzt, die FPÖ ist innerhalb des Verfassungsbogens, die würde ich ganz gerne noch einmal neu gestellt haben, diese Frage, ob das denn noch so ist. Innerhalb des Verfassungsbogens ist es ja für mich denkunmöglich, dass eine politische Gruppierung überhaupt verboten werden könnte. Wie gesagt, ich sehe all diese Verbote tendenziell sehr kritisch. Ein Verfassungsrechter würde das wahrscheinlich wesentlich besser beantworten können als ich. Ich kann es nicht beurteilen, ob dieser Verfassungsbogen zu breit ist. Aus dem Bauchgefühl heraus hätte ich gesagt, nein, ich glaube meinem Bundespräsidenten, wenn er sagt, die Verfassung ist sehr klug und schön. Wenn es kein Verbot geben soll, wie soll sich die Demokratie dann wehren? Der Verfassungsexperte Bernhard Clemens sagt, dass das auch unter Juristen ein großes Thema ist. Ja, du sprichst da einen ganz großen Disput oder eine ganz große Streitigkeit auch in der juristischen Fachwelt an. Das ist das, was man unter dem Begriff wehrhafte Demokratie zusammenfasst. Ja, in Deutschland ist die wehrhafte Demokratie ein Verfassungsprinzip, die ist in der Verfassung verankert. Die Ewigkeitsklausel. Ja, aber vor allem konkret dann in mehreren Artikeln eben die Möglichkeit eines Parteienverbots, die Möglichkeit des Verbots von Vereinen. Dann gibt es in Deutschland auch die Möglichkeit, Parteien die Finanzierung zu entziehen. Und dann, ich glaube, es ist Artikel 18 des Grundgesetzes, man nagelt mich nicht fest, wo einzelnen Personen auch Grundrechte entzogen werden können, nämlich dann, wenn sie diese missbrauchen, um die freiheitliche demokratische Ordnung zu gefährden. Zum Beispiel das passive Wahlrecht, also zum Beispiel in eine Position zu kommen, in die man gewählt werden kann, nur um das konkret zu machen. Ja, genau. Und dazu gibt es in Deutschland auch ein Verfahren. Ja, das ist das Bundesverfassungsgericht dafür zuständig. Ja, also es entscheiden unabhängige Richter darüber, ob eine Partei zum Beispiel verboten werden soll. Jetzt klingt das natürlich sehr schön, das klingt sehr institutionalisiert, das klingt, wie man so schon sagt, eigentlich nach einer geschmeidigen Lösung. Ja, also das kann man beantragen und dann entscheiden die hohen Herren Richter und Richterinnen darüber, ob diese Partei denn eben bei Wahlen antreten darf. Wenn man sich das in Deutschland anschaut, ist das genau zweimal passiert. Einmal war es die kommunistische Partei und einmal war es eine andere mit Sozialismus im Namen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber es war beides in den 1950ern. Ja, und seit damals nie wieder. Dann hat es einmal den Versuch, also man wollte die NDP verbieten lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat dann letztendlich negativ entschieden und hat gesagt, ja, die NDP hat zwar zum Ziel, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu gefährden, aber sie ist zu klein, zu unbedeutend, um einen wirklichen Wirkungsgrad zu erzielen. Ja. Jetzt kann man sich das natürlich, das Spiel weiterspielen und sich das im Falle der AfD vorstellen und sich fragen, naja, wenn der Verfassungsgerichtshof, wenn das Bundesverfassungsgericht damals gesagt hat, die NDP ist eigentlich zu klein, um was zu erreichen, ist die AfD vielleicht nicht schon zu groß? Die zum Beispiel in Landtagen sitzt und in Landesregierungen sitzt? Genau. Und da kommen wir genau in diese Problematik hinein. Wenn eine Partei mal eine gewisse Größe und eine gewisse Relevanz hat, ist es dann demokratisch wirklich sauber, sie durch einen Richterspruch verbieten zu lassen, wenn so viele Menschen sie wählen. Es ist, da beißt sich die Katze in den Schwanz, es ist die Demokratie nicht denkbar ohne diese aufgeklärte Zivilgesellschaft eben, die ja vielleicht solche Parteien gar nicht so groß werden ließe. Und meiner Meinung nach ist dieses deutsche Parteienverbot kein wahnsinnig scharfes Schwert. Es ist nicht das scharfe Schwert, nach dem es klingt. Wie ist das jetzt in Österreich? Wir haben über Deutschland gesprochen. Deutsches Grundgesetz ist mit unserer Verfassung nicht wirklich vergleichbar. Wie schaut das in Österreich aus? In Österreich haben wir da eine ganz andere Tradition. Das Prinzip der wehrhaften Demokratie ist unserer Verfassung so nicht bekannt. Es hat auch Hans Kelsen, der Vater unserer Verfassung, der stand diesem Konzept relativ skeptisch gegenüber. Und auch er hat letztendlich gesagt,
ich kann nicht wirklich die Demokratie mit solchen Mitteln schützen. Ich brauche eben diese aufgeklärte Zivilgesellschaft. Wir haben bei uns die Möglichkeit, dass man eine Parteien frei in der Gründung sind, es sei denn, es stünde eine bundesverfassungsrechtliche Regelung dem entgegen. Das bedeutet, man könnte in Österreich mit einer Zweidrittelmehrheit eine Partei verbieten lassen. Und das sehe ich noch einmal um eine Ecke kritischer als das deutsche Verfahren zum Verbot einer Partei, weil hier haben wir die unabhängige Gerichtsbarkeit ja gar nicht mehr drinnen. Ja? Das heißt, ich könnte einfach mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament eine Partei verbieten. Das sehe ich ehrlich gesagt aus demokratiepolitischen Überlegungen heraus schon sehr kritisch. Lucian Meiringer, Journalist bei den Oberösterreichischen Nachrichten, findet, dass ganz grundsätzlich das Verbotsgesetz in Österreich sinnvoll und auch ausreichend ist. Also ich bin durchaus ein Anhänger der Verbotsgesetze, wie wir sie in Österreich haben, wie sie ja gar nicht überall so selbstverständlich sind. Ganz einfach, weil wir unsere Lehre aus dem, ich meine, ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung auf dieses Gespräch bewusst gemacht, es ist ja keine 100 Jahre her, dass auch in Österreich die Nationalsozialisten bei der letzten freien Wahl in der Ersten Republik fast den Sprung ins Parlament geschafft hätten. Und wir wissen natürlich, was in Berlin oder was in Deutschland passiert ist, wo ja auch die Nationalsozialisten zunächst sich bei einer Wahl durchgesetzt haben, um dann das Parlament zu zerstören. Also aus dieser Lehre heraus halte ich entsprechende Verbotsgesetze für sinnvoll und für legitim. Wohl wissend, dass das natürlich, dass der Ausschluss von Andersdenkenden ganz grundsätzlich einmal ein schmaler Grat ist, auf dem man da balancieren muss. Man könnte es ein bisschen zugespitzt so formulieren: Darf die Demokratie undemokratisch sein, um Demokratie bleiben zu können? Sprich, Parteien verbieten. Ja, doch, das sehe ich schon so. In Deutschland gibt es diese Diskussion sehr intensiv. Mhm. Die NPD ist knapp vorbeigeschrammt am Parteienverbot. Mhm. Bei der AfD probiert man es gar nicht. Bei der NPD, ganz rechtsextrem, ist jetzt vor kurzem erst ein Urteil gefällt worden, das Mitglieder von öffentlichen Ämtern ausschließt und das die Parteienfinanzierung abstellt für diese Partei. Ist das besser als ein Verbot? Es ist eleganter, jedenfalls. Denn eine Partei, die vielleicht in ihren Satzungen antidemokratische Grundfesten hat, muss nicht von einem oder darf nicht von einem demokratischen System gefördert werden. Ich denke, da dürfen wir nicht mit die so alttestamentarisch alttestamentarisch mit Auge um Auge als neutestamentarisch mit die eine Wange und die andere denken. Und das halte ich für die elegantere Lösung jedenfalls, ja. Die Frage bleibt, was mit Parteien passieren sollen, die sich radikalisiert haben und bereits an Regierungen beteiligt sind. Wird damit die Demokratie bereits unterwandert und geschwächt? Nicht notwendigerweise, sagt der Politikwissenschaftler Heinz Gärtner. Kann sein, muss nicht sein. Regierungsverantwortung, wir wissen also vieles in Ungarn, die nützt das natürlich aus, wenn man die dazu zählt, so auch diesen rechtspopulistischen Parteien. Aber wenn man die Regierung Meloni in Italien anschaut, so hat sie sich bisher an die verfassungsmäßigen Vorgaben gehalten. Man sieht also auch im Index keine Verschlechterung, seit sie an der Macht ist. Dass es dann einzelne Politiker gibt, die das auch versuchen. Aber da muss sozusagen auch die Demokratie genügend Widerstandskraft entwickeln, juristisch und politisch, dass das nicht zu einschneidenden Veränderungen des politischen Systems kommen wird. Was nicht notwendigerweise der Fall ist, aber natürlich Versuche gibt es natürlich. Sind Parteienverbote ein Mittel der Wahl? Ich denke zum Beispiel in Deutschland an die NPD. Wie gesagt, wenn Parteien sich nicht an verfassungsmäßige Vorgaben halten, muss man sich das überlegen. Wenn sie aber nur unbequeme Inhalte vertreten, so muss die Demokratie und die anderen Parteien entsprechend antworten.
Also verboten muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht überschießt, nur weil man vielleicht eine Gefahr wittert, wenn noch nicht wirklich eine einschneidende Veränderung des politischen Systems sichtbar ist. Ist der berühmte Verfassungsbogen aus deiner Sicht zu weit gespannt? Ich glaube nicht, weil die Verfassung muss einerseits Wahlen ermöglichen, aber auch die zivilen Freiheiten ermöglichen. Und da gibt es Grauzonen, Zweifelsohne. Aber das juristisch jetzt einschränken zu wollen, das kann ein Beispiel sein und das kann Schule machen, dass man immer einige Schritte weitergeht. Ich bin eher dafür, dass man Freiheiten ausweitet. Und zum Beispiel, ich bin sehr froh, und das ist, glaube ich, Österreich ist eines der wenigen Länder der Welt, die die Freiheit der Wissenschaft im Staatsgrundgesetz verankert hat, was natürlich in den USA etwas ist nicht der Fall. Da gibt es nur die Freiheit der Rede mit dem ersten Verfassungszusatz. Aber das ist ein Freiheitsrecht, dass man sagen kann, dass der Verfassungsbogen etwas ausgeweitet ist. Aber ich finde das gut so, dass es vorhanden ist. Wann wird eine Demokratie selbst undemokratisch, indem sie eine Partei verbietet? Florian Schäuber beantwortet die Frage so. Die Tatsache, rechtsextrem zu sein, würde meines Erachtens nicht für ein Verbot ausreichen, sondern bewusst machen der Menschen, dass es rechtsextrem ist. Offensichtlich, wie wir jetzt unlängst gelernt haben, hatte Herr Wilimski sogar ein Problem damit, wenn er in die Nähe von rechtsextremen Parteien gerückt wird, was an sich sehr komisch ist, weil er einer der Verbindungsleute zur AfD ist. Und weil er zum Beispiel damals auch in Moskau dabei war, wie der russische Freundschaftsvertrag zwischen der Partei Putins und der FPÖ geschlossen wurde. Also, dass der Empfindlichkeit hat zum Thema Rechtsextremismus, erstaunt. Aber ich glaube, das kann man ohne Probleme sagen, dass Herbert Wilimski eine massive Nähe zum Rechtsextremismus hat, zu rechtsextremistischen Politikern. Ja, das würde ich jetzt einmal ganz unabhängig davon sehen, ob man das jetzt verbieten soll oder nicht. Wie gesagt, Rechtsextremismus per se zu verbieten, ist wahrscheinlich schwierig. In dem Bereich, wo es in die Richtung Wiederbetätigung geht, dann eher. Falls eine Person oder eine Partei zum Beispiel in den Rechtsextremismus abdriftet, kann sie richtigerweise verboten und damit von der demokratischen Teilhabe ausgeschlossen werden, sagt der Politikerklärer Peter Filzmeier abschließend. Das wäre denkbar. Man muss natürlich immer betonen, wir sprechen hier von einer rechtskräftigen Verurteilung in letzter Instanz, nicht von einer politischen Meinung. Wäre jemand extremistisch, das müssen unabhängige Gerichte mit allenfalls einer Verurteilung feststellen. Und es gibt immer wieder Ausschlussgründe, sehr wenige für politische Ämter, auch für andere öffentliche Jobs könnte das so sein und sogar selbst für Politiker. Denn ich verliere mein politisches Amt beispielsweise in Österreich in dem Moment, wo ich zu einer unbedingten Haftstrafe von einem halben Jahr verurteilt werde. Jetzt ganz egal, welches Delikt, das kann auch eine schwerstbetrunken, eine Alkoholfahrt am Steuer sein, wo ich kleine Kinder getötet habe beispielsweise, oder bei mehr als einem Jahr bedingte Haftstrafe, wenn jemand eine unbescholtene Bürgerin oder Bürger ist, da muss man schon ziemlich viel anstellen. Also wenn es solche Ausschlussgründe gibt, um kein politisches Amt zu haben, dann gibt es auch Ausschlussgründe, die verbieten können bei Extremismus, wenn das in einer gerichtlichen Verurteilung festgestellt ist. Was natürlich nicht sein kann, ist, dass irgendwer taxfrei deklariert, der jeweils andere ist ein Extremist. Das war die dritte Folge des Spezialpodcasts Demokratie in Gefahr. Jetzt gibt es eine Sommerpause. Ende September geht es dann weiter. Genauer gesagt am Donnerstag, dem 26.09. Sie finden ganz offen gesagt und natürlich auch den Demokratie-Spezial-Podcast auf Missing Link Media und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Über Feedback, Anregungen und konstruktive Kritik freue ich mich. Am besten an die Podcast-Plattform Missing Link unter www.missing-link.media oder auf eurer Podcast-Plattform. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und kommen Sie gut durch den Sommer, sagt Fabio Polli. Missing Link.